Ja, herzlich willkommen, liebe Zuschauer, alle Geschlechter eingeschlossen. Wir haben wieder Samstagabend und es findet statt der wöchentliche Verantwortungstreff oder Verantwortungstalk. Älteste Talkshow von Schenkerbewegung, gibt seit mehr als 10 Jahren. Und der Sinn ist, mal aufzutauchen aus dem Strom der ganzen Dinge, die einen da durchs alltägliche Leben strömen lassen. Und die Sinn- und Verantwortungsfrage an alles in den Blick zu nehmen. Mehr zum Rahmen muss ich eigentlich nicht sagen, weil, wie wohl auch eingeblendet ist, wir ein korruptionsbefreites Internetforum haben, freie-argumente-kultur.de. Und da könnt ihr nachlesen, was jetzt so den inhaltlichen Hintergrund auch betrifft oder bisherige Sendungen, also ein paar Highlights oder gut, wie ihr da auf YouTube eben auch damals anschauen könnt, in den Kanälen. Okay, wir haben heute den 16. April und einzige Vorbemerkung, die ich vielleicht machen mag, wir sind heute wieder im Moment, der gute Dylan und ich. Ich habe bei mir noch ein paar Hintergrundzuschauer, weil ich mit meiner Familie auf Projekte-Rundreise mal wieder bin. Aber wir sind nur zu zweit und ich will ja, da war eine technische Unterbrechung. Die Anfangssätze habt ihr wohl gehört, liebe Zuschauer. Ihr wisst also, heute ist der 16.04. Wir machen mal wieder Verantwortungstreff und es geht um Sinn und Verantwortung des Ganzen in den Blick zu bringen. Und wir sind heute Abend mal wieder nur zu zweit, der Dylan und ich. Und da wollte ich mal noch eine Anmerkung zu machen. Nämlich, warum sitzen wir zwei Hansels dann hier weiter und sagen uns nicht, was bringt's, da kommt auch keiner, das interessiert auch keinen. Ich glaube, wir müssen einfach der Tatsache ins Auge blicken, dass es da eine riesen Betonmauer gibt in dieser Welt. Und diese Betonmauer besteht darin, dass die Menschen für ihre Splitterinteressen leben. Es liegt nicht daran, dass wir zu wenig Wissen hätten oder zu wenig mit Wissen überladene Köpfe. Es liegt auch nicht daran, dass da keine starke Willensdisziplin in Menschen wirken würde, also sich zusammenzureißen, um irgendwelche Ziele zu erreichen. Aber es sind eben nicht die Ziele, im Zusammenhang fürs Ganze zu denken und da das zu tun, was sinnvoll und verantwortlich ist, sondern es sind Splitterinteressen. Aus meiner Sicht hat das ganze Ausmaß dessen der Politiker Egon Bahr mal gut auf den Punkt gebracht, als er sagte, die große Politik wird nicht bestimmt oder da geht es nicht um Demokratie und Menschenrechte, sondern es geht um andere Interessen von Staaten. Und das hat er, glaube ich, zu Schülern gesagt. Und er fügte hinzu, lasst euch nichts einreden, auch wenn euch da im Geschichtsunterricht wer weiß was erzählt wird. Und ich glaube, das ist wirklich etwas, was tatsächlich alles durchzieht. Vom kleinen Mann auf der Straße über die Wirtschaftsbosse bis zu den großen Politikern. Die sind nicht ehrlich und echt interessiert daran, den Blick so gut wie möglich vernünftig auf den Gesamtzusammenhang zu richten und dann zu fragen, was ist da verantwortlich. Sondern sie verfolgen verbissen diese Splitterinteressen. Und wenn man das erkennt, dann ist es aus meiner Sicht notwendig und auch heroisch zu sagen, das ist logisch verheerend. Mit logischer Notwendigkeit müssen Menschen an das Wohl des Ganzen denken und auch vernünftig dafür handeln wollen, wenn es was werden können soll. Ohne das kann es nichts werden. Es ist nicht möglich zu sagen, dann lassen wir es sein und lassen da irgendwelche anderen Schienen laufen. Ist in meinen Augen nicht möglich, nicht vertretbar. Nicht vor irgendeiner Vernunft und nicht vor irgendeinem Gewissen. Und insofern ist es besser, dann eben zäh daran zu bleiben. Und das bedeutet für mich vor allem eben, wie gesagt, das Forum freie-argumente-kultur.de als mein Hauptwerkzeug zu betrachten, weil mein Prinzip ist ganz konzentriert,
dass ich über die wichtigsten Inhalte mit geeignetsten Menschen in der besten Form kommunizieren will. Und das geht in so einer geordneten Form des Forums halt am besten, auch schriftlich mit der entsprechenden Dauerhaftigkeit dessen, was gesagt wird, und Griffigkeit. Und die Talks sind wichtig, weil sie Brücken eben darstellen. Es ist nicht so, dass nur der kleine Mann auf der Straße vielleicht keine große Lust hat, Texte zu lesen. Es ist so, dass auch die Reichen und Mächtigen und die Gebildeten, die Professoren, die sonst ganz dicke Bücher mit kompliziertem Gerede lesen können, dass die sich plötzlich für überfordert erklären, wenn das geordnete Lesen und Schreiben angewendet werden soll für solche Verantwortungszusammenhänge. Sind sie nicht zu bereit? Da könnte man jetzt viel drüber schimpfen, aber es macht trotzdem Sinn, alle Brücken zu nutzen, zum einfachen Mann, der bewegte Bilder und Töne hören will, genauso wie zu den Überakademikern. Und deshalb ist es gut, wir machen auch die Talks und wir machen auch die Videos auf YouTube. Und es ist ohne Ausweg. Also da könnte man das Prinzip aus meiner Sicht mal drauf anwenden. There is no alternative. Wir müssen uns da zäh weiter durchbeißen, weil nichts anderes kann was bringen, mit logischer Notwendigkeit betrachtet. Okay, diese eindringlichen Worte wollte ich doch noch mal ganz stark an den Anfang stellen und gebe damit für den inhaltlichen ersten Beitrag an den Dylan. Ja, mein erster inhaltlicher Beitrag knüpft da auch dran an, denn ich habe jetzt mal eingeblendet ein Bild hier. Das ist die Homepage vom Wahlbündnis ARD-ZDF. Stoppt das Deutschland, das Only One Way. Da sind so Einbahnstraßenschilder, One Way, die das zeigen. Und das heißt, das war Zufall, dass ich diese Bilder gefunden habe, das zeigt, ZDF und ARD, die Gesellschaft, kennt nur einen Weg, nämlich den Weg, der durch die Werbekunden, zum Beispiel die Pharmakonzerne und die Medizinkonzerne vorgegeben wird, was zu einer Evolution in den Medien geführt hat, dass diese mehr sozusagen Lobbyisten sind für Pharma- und Medizinkonzerne als für die Bürger. Und dann haben wir noch eine zweite Kraftquelle in den Medien, in ZDF und ARD. Das sind die Aufsichtsräte, wo die großen Parteien drin sitzen. Und die großen Parteien haben kein Interesse daran, dass neue alternative Argumente von alternativen Gruppierungen überhaupt auch nur gehört werden. Das stört alles nur. Die wollen alle Redezeit nur für sich und für nichts sonst. Die wollen also quasi, dass ZDF und ARD eigentlich ein Propagandasender sind, zwei Sendebereiche sind für ihre Propaganda als Großparteien. Und das sind zwei antidemokratische Grundelemente sozusagen. Und ich glaube eben, im Moment glaube ich nur noch an eine Geschichte. Entweder wir haben und hatten gegen den Kapitalismus, die Marktwirtschaft, nie eine Chance gehabt, oder es geht über dieses Wahlbündnis ich werde das jetzt hier mal so durchklicken, so dass die Leute das vielleicht dann auch anschauen können. In der Live-Sendung wird es vielleicht so ein bisschen schwierig, also mache ich es besser mal so. Und zwar Willy Brandt, mehr Demokratie wagen. Ja, also das heißt, dieses Wahlbündnis besteht daraus, dass hoffentlich irgendwann 100 kleine Parteien und Initiativen aktiv sich beteiligen und jede davon immer zwei andere Aktivisten gefunden hat oder dazugeholt hat. Und dann am Ende, dass wir nur noch eine einzige Gesetzesänderung dieses Ding anbietet, also dieses Wahlbündnis erzwingt, nämlich, dass wir Deutschland demokratisieren, indem im ZDF und ARD wenigstens die Teilnehmer dieses Wahlbündnisses regelmäßig Gehör finden müssen, egal wie auch immer man das dann gesetzlich verankert, so dass wir also ein
innerstaatliches Vorschlagswesen bekommen. Hier steht es auch gleich am Anfang der Seite. Jeder Staat braucht ein innerstaatliches Vorschlagswesen. Deutschland hat keins. Hat also keine freie Argumentekultur, wo Vorschläge gemacht werden können, argumentativ begründet werden können, hat es einfach nicht. Und das muss geschaffen werden. Und dafür hoffe ich, dass wir da 100 Parteien und Initiativen zustande kriegen. Am Dienstag soll es offiziell losgehen. Eine Mitarbeiterin hat sich auch schon beworben. Mehrere Mitarbeiter haben sich beworben, aber die eine scheint die einzige zu sein, die es wirklich ernst meint mit der Mitarbeit. Und und jetzt gehe ich hier mal weiter im Text. Warum habe ich sonst keine Hoffnung? Warum halte ich an alles andere als dieses Wahlbündnis für reine Zeitvergeudung? Nämlich, weil aus Sicht der Naturwissenschaften der Kapitalismus, die Marktwirtschaft eine Diktatur der Sparten ist. Das heißt, die Sparten sagen uns, was wir zu denken haben. Die Sparten, also ja, ich gehe mal auf so ein Bild hier, dann Moment, ich gehe mal auf unsere Bildchen hier und suche mal nach dem Spartenbild. Das heißt, wir haben diese ganzen Sparten und jede Sparte neigt dazu, im Kapitalismus Profite auf Kosten der Menschen zu machen. Jede Sparte, nicht nur die Konzerne. Das wäre ja noch harmlos, ja? Entscheidend ist, dass alle Sparten der Gesellschaft, das piepst, ich mache nur noch rund, alle Sparten der Gesellschaft vorteilbringende Irrtümer ausstreuen und dabei noch die unangenehme Nebeneigenschaft, dass wenn irgendjemand es wagen möge, diesen vorteilbringenden Irrtümern zu widersprechen, dass dann sogar die Opfer dieser Gehirnwäsche dafür kämpfen mit aller Aggressivität, dass keiner es wagt, diese vorteilbringenden Irrtümer anzugreifen. Und deswegen sind die Leute nicht hier. Die wissen alles, die sagen, diese vorteilbringenden Irrtümer, mit denen sie Gehirn gewaschen sind, sei die absolute Wahrheit. Und außerdem darf ich gar nicht Argumente zulassen. Das ist wie bei den Zeugen Jehovas. Ich darf gar keine Argumente zulassen, dass jemand auf die Idee kommen könnte, unseren Glauben in Frage zu stellen. Und deswegen kommen wir so nicht weiter. Wir müssen mit dem Wahlbündnis in ZDF und ARD, und da muss es gesetzlich verankert sein, dass die Argumente zugelassen werden, und zwar unzensiert, ne? Und das muss gesetzlich verankert werden, und ansonsten bleibt alles, wie es ist. Und über das ZDF und ARD könnten sich die Leute ja dann daran gewöhnen, dass sie doch alles diskutieren und alle Argumente zulassen. Aber im Moment lassen Menschen keine Argumente zu. Ich gebe weiter, Sekunde. Wir hören. Ja, danke schön. Danke für das, was du gesagt hast, Dylan. Ja, also ich glaube, dass jedenfalls der Kerngedanke, bekommen wir die Diskussionsoffenheit, die demokratische Argumenteoffenheit, wie es der Lebensnerv einer Demokratie ist, bekommen wir das ins Geschehen rein? Oder ist es so, dass wir da eigentlich kaum wirkliche Möglichkeit haben, Hoffnung zu bekommen? Das halte ich wirklich für das ganz Eindeutige. Und ich finde die Idee mit diesem Wahlbündnis oder dass man eben sagt, ARD und ZDF, die öffentlich-rechtlichen Sender, die müssten wirkliche Alternativenoffenheit aufbringen. Die müssten den Wählern die Bandbreite der Wahlmöglichkeiten sichtbar werden lassen. Das halte ich für einen tollen Ansatz. Ich glaube, dass wir einige andere Ansätze, mit denen wir da hantieren, jetzt schon seit Wochen und Monaten, die sollten wir alle auch aufrechterhalten, weil man weiß nie, wo doch vielleicht dann noch irgendein Funken von Aufgeschlossenheit auch zünden könnte. Also jetzt zum Beispiel unser Gedanke, es bräuchte ein New World Economic Forum beziehungsweise eine Zukunftskonferenz mit fairer Offenheit für alle Lösungsvorschläge, womit wir uns an die großen Multiplikatoren auch
gewendet haben, kann man sagen. Also wir haben zumindest eine ganze Reihe angeschrieben und eingeladen. Und ja, wir sollten das aufrechterhalten, genauso wie eben andere Ansätze. Also eine Partei, die also vielleicht auch andere Inhalte haben kann, aber ich teile Dillens Akzent. Es sollte ganz stark betont werden, erstmal, bevor man sich mit diesen anderen Einzelkonzepten schon wieder in Meinungsverschiedenheiten verstrickt und da die eigentlich entscheidende Wurzel gar nicht sieht. Es sollte ganz, ganz deutlich herausgehoben werden, dass wir mit allen betreffenden Leuten, die da mit überlegen wollen, die freie Argumentekultur eben an den Anfang stellen. Sodass keiner sagt, boah, die waren ja auch wieder dogmatisch und haben ja was durchdrücken wollen, einfach ihre Sichtweisen. Nein, wir wollen erstmal nur die Sichtbarkeit von allem und die offene Prüfung von Argumenten. Keine neue, verdeckte, dogmatische Durchsetzung eigener Willkürideen. Also das sind alles Ansätze, ob jetzt mit der Weltzukunftskonferenz oder mit dem Parteienansatz und so, alles in meinen Augen Dinge, die wir im Hintergrund laufen lassen sollten. Genauso wie man ja weiß, also mein Hauptschwerpunkt ist noch nicht mal auch das Reformerische so innerhalb des Systems, sondern die Lösung einfach so zu sein, so stark wie man es selber vorleben kann, seid die Lösung, die ihr in der Welt sehen wollt. Und das bedeutet für mich ein Systemaussteigerleben und der Versuch, solche Kommunen, oder ich nenne es jetzt auch im Corona-Zusammenhang, Reservate für natürliche und echt demokratische, freiwillig aufs Ganze gesehen verantwortliche Menschen, solche Kommunen und Reservate zu bilden und anzubieten. Warum ist der Ansatz so gut? Also jetzt auch da ARD und ZDF drauf festnageln zu wollen, dass sie die Übersicht über alle Wahlalternativen bieten müssten. Es ist eigentlich unbestritten das Herz der Demokratie. Also auch das jetzige System kennt den sogenannten Beutelsbacher Konsens, der, ich glaube, 1976 war das, von Bildungsexperten aller politischen Lager gefunden und bejaht wurde. Und der im Kern eben besagt, wenn wir die Vorstellung von Demokratie haben, dass da mündige Bürger bzw. Wähler sind, dann haben die als letzte Instanz die Wahlalternativen zu sehen und zu beurteilen. Und nicht irgendeine vor- oder übergeordnete, bevormundende Instanz, die ihnen das vorsortiert, was sie dann zur Wahl sehen können. Kann nicht sein. Ist das, was unser politisches Geschehen bestimmt, die sogenannte Demokratie, die im Moment da ist, wo die Leute über Einzelheiten alle 4 Jahre dann noch da abstimmen gelassen werden, aber nicht über die Grundweichenstellung. Es ist völlig klar, dass die grundlegenden Entscheidungsmechanismen, überhaupt auch die Verfassung als solches, das war mal wieder eben kein demokratischer Vorgang, auch vor allem kein offen argumentativer, vernünftig auswählender Vorgang, sondern war das Ergebnis einer Durchsetzung nach einem Krieg. Die Regierung selber führt zum Beispiel eine Umfrage an von 1952, wo glatte 2% der Bevölkerung hier in Deutschland das neue System als das ansahen, was für sie das Beste wäre. Das heißt, ist nicht demokratisch, war nie so, dass da freie Alternativenübersicht und freie Wahl, ich höre das Piepen, Dankeschön, war also nie so, dass da wirklich freie demokratische Gesamtübersicht und freie Wahl geboten war. Es muss möglich sein, wenn Demokratie ernst gemeint sein soll, dass so etwas wie der Beutelsbacher Konsens zu gelten hat. Und nicht dieses ständige Geschachere, nur die eigenen Lieblings- oder Interessenäußerungen auf die Bildfläche kommen zu lassen und anderes da runterzuzerren oder wegzucanceln oder wie auch immer. Dabei geht es um die entscheidende Wurzel und es ist gut, wenn wir da dranbleiben und uns darum bemühen. Ich gebe wieder an den Dillen. Ja, jetzt müsste ich wieder sehr gut zu hören sein. Ja, also warum, ich bleibe nochmal bei meinen Argumenten, warum ich im Moment alles andere für sinnlos halte, weil ich einerseits, wie gesagt, ich sehe im Moment, kann ich nur 2 Möglichkeiten sehen. Entweder wir haben keine Chance und hatten auch keine Chance. Und auch meine Erfahrung mit Kommune, ich habe ja selbst meine Wohnung auch zum Keimling für eine Kommune erklärt, aber alle meine Erfahrungen der letzten Wochen haben mich eins gelehrt.
Die Menschen suchen kapitalistische Wohngemeinschaften, in denen sie den Kapitalismus weiterleben können in jeder Hinsicht. Und die suchen eigentlich gar keine Kommune, wo sie ein natürliches Leben entwickeln könnten. Ja? Und warum sage ich, dass dieses Wahlbündnis aus meiner Sicht die einzige Chance ist? Ich habe auch hier gerade unsere Partei des Gemeinwohls eingeblendet als Bild. Wo ist da das Problem? Das Problem ist, unsere Professoren hatten ja sich mal einer simulierten Bundestagswahl gestellt und 56% erzielt. Wie haben sie das geschafft? Nur indem sie nur sehr wenig gesagt haben. Sie haben nur erklärt, dass der Arzt belohnt werden soll, je gesünder sich die Kunden entwickeln, der Supermarktleiter mehr Geld bekommt, wenn seine Kunden seltener krank werden, die Stammkunden seltener krank werden und so weiter. Solche einfachen Ideen, da gehen noch ganz viele mit. Aber sobald wir etwas mehr Ideen reinbringen, prallen die alle auf die vorteilbringenden Irrtümer der Sparten. Und das Verrückte ist, dass die Gehirngewaschenen diese vorteilbringenden Irrtümer mit einer Vehemenz verteidigen, als wären es die vorteilbringenden Irrtümer ihrer eigenen Sparte. Also ich kann ja gut verstehen, wenn zum Beispiel ein Sozialspartler Konzepte verteidigt, die dazu führen, dass es mehr Arbeitslose, Obdachlose und sonstige Sozialfälle gibt, so dass die dann die Karrierechancen eines im Sozialbereich Tätigen steigen. Das kann ich gut verstehen, dass der dann mit höchster Aggressivität jeden argumentativen Angriff auf seine vorteilbringenden Irrtümer abwehrt. Aber ich habe heute eine Stunde geredet mit einer, draußen bei der Öffentlichkeitsarbeit, mit Live-Konzert, mit einer Wissenschaftlerin, die eben auch ganz klar zeigte, dass sie, wenn es um bestimmte vorteilbringende Irrtümer geht, wie zum Beispiel die Frage des Impfens oder die Frage, der Staat müsse doch unheimlich viel dafür tun und ganz viel Geld ausschütten im Bereich der Sozialfälle und so weiter, da war ganz deutlich, dass sie da gar nicht mehr argumentieren kann und denken kann, sondern sie ist quasi so wie auch eine Zeugin Jehovas aufgezogen. Wenn jemand da irgendwie dir widerspricht, dann ist er des Teufels und du musst dagegen mit höchster Aggressivität gegen diesen Angriff des Teufels wehren. Und diese Grundmentalität im Kapitalismus, die sicherlich nur der Kapitalismus beziehungsweise die Marktwirtschaft wirklich unterrichtet, die führt dazu, dass die Leute einfach, dass wir hier nur noch ganz wenig Zuschauer haben und ganz wenige Zuschauer und oft schon nach einer Viertelstunde die Leute wegklicken, weil wir deren geliebte vorteilbringende Irrtümer in Frage stellen und alles in Frage stellen und sie, obwohl sie selbst Opfer dieser Manipulation und Gehirnwäsche, Propaganda und Werbung sind, sie trotzdem diese liebgewonnenen, vertrauten und von einer großen Gruppe geteilten Irrtümer mit einer Aggressivität verteidigen, als ging es um ihr eigenes Leben. Und deswegen hassen sie regelrecht freie Argumentekultur und Argumenteaustausch, weil die Leute als Herdentiere, der Mensch ist nun mal auch, die Bonobos, oder ich nenne sie ja den Menschen ja die Savannenbonobos, sind nun mal auch Herdentiere. Und wenn von Millionen Menschen bestimmte vorteilbringende Irrtümer geteilt werden, ich denke nur als Beispiel daran, Mindestlohn, es piepst, ich mache nur noch kurz rund, Mindestlohn sei gut für uns, wobei wissenschaftlich völlig klar ist, dass Mindestlohn ein Arbeitsverbot ist für alle Menschen, die weniger Leistungen bringen als 12 Euro die Stunde wert sind. Für diese bedeutet das ein Arbeitsverbot und eine Verurteilung zum lebenslänglichen Sozialfall
Und die Sozialberufler machen große Karriere in der Betreuung der Sozialfälle. Aber trotzdem verteidigen Millionen von Menschen diesen vorteilbringenden Irrtum, auch wenn er vielleicht ihr eigenes Leben ruiniert. Und trotzdem verteidigen sie ihn und wollen kein Argument hören und gelten lassen, wie die Zeugen Jehovas, bloß nicht diesen teuflischen Gegenargumenten auch nur Gehör schenken. Ich gebe wieder weiter. Sekunde. Ja, danke, Dylan, für das, was du gesagt hast. Ja, dahinter steht so eine Suchtillusion, eine Illusion, die zur gewaltigsten Sucht der Menschen wird. Also man kennt ja die Sprüche für den amerikanischen Traum vom Tellerwäscher zum Millionär. Ich drücke es immer gerne auch so aus. Der Traum davon, selbst mal zum Märchenprinz oder Prinzessin zu werden oder die Königstochter zu heiraten und zum König zu werden, hindert die Menschen, die Könige und Prinzen und Prinzessinnen abzuschaffen. Sie lassen solche Herrschaftsstrukturen und Ausbeutungsstrukturen bestehen, weil sie den Traum haben, sie könnten auch mal selbst so hochsteigen über andere. Sie träumen mehr davon, einen Lottogewinn für sich zu bekommen, als Gerechtigkeit für alle herbeizuführen. Und diese Sucht nach der egoistischen Konsumverwirklichung, Luxusverwirklichung des eigenen Lebens, auch seine Willkürfreiheit einfach ausleben zu können, ohne richtig auf alle anderen und die übrige Welt Rücksicht nehmen zu müssen, ist eine Wahnsinnssucht in den Menschen. Ja, und ich komme damit auch, ich will ja jeden Samstag auch einen Stand geben, wo bin ich im Moment auch ganz praktisch, was tue ich dafür? An welchem Ort bin ich, mit welchen Menschen beschäftige ich mich und welche Ziele. Ich bin jetzt auf Projekte-Rundreise mal wieder. Und diese Projekte-Rundreise passt gut rein. Also unter anderem, also ich komme auch zu den anderen Projekten, die wir in Schenkerbewegung jetzt seit vielen Jahren aufgebaut haben. Nicht zu allen, aber zu einigen wichtigen, zu so einer Rundreise durch Deutschland. Also solche Kommune- oder Reservatsversuche, wie ich es schon nannte. Darunter auch in Berlin. Der kleine Faden, den ich da aufrechterhalten konnte, seit ich im Herbst 2020, also vorher schon phasenweise, aber dann im Herbst 2020 endgültig, weil der Hauptorganisator, der Querdenker, dann aufgegeben hat und meinte, das überfordert ihn. Da habe ich dieses Widerstandszeltcamp in Berlin übernommen, was ich in Demokratiefürsorgecamp umbenannt habe. Und immerhin habe ich Leute, die sich da als Orga-Team verstehen in Berlin. Und ich habe auch, wenn auch ganz wenige, aber es gibt den Hauptwohnsitz Zelter für das Demokratiefürsorgecamp in Berlin. Da fahren wir auch vorbei. Und ja, das halte ich vom Anspruch her für das wichtigste Projekt jetzt in der Welt, wie der Robert F. Kennedy auch gesagt hat. Also als die Großdemos da waren, das ist vielleicht eine entscheidende oder die entscheidende Front in der Welt jetzt mal wieder gegen den Totalitarismus. Und die, die sich hier dagegen stellen und sagen, das lassen sie nicht zu, sind vielleicht die letzte Bastion zwischen denen, die solche Willkür-Diktatur wollen und unseren Kindern. Ich glaube, vom Anspruch her ist das zutreffend und es ist ganz wichtig, so ein Reservat oder Zeltcamp halt vor den Toren der Macht direkt auch ja, halten zu wollen. Ansonsten sind auch die anderen Orte, die so Kommune oder Reservatskeimlinge sein können, ungeheuer wertvoll. Das sind die Dinge, wo echt was wachsen könnte. Und die Rundreise steht auch in Verbindung jetzt, also passt insofern ein Stück weit rein ins Geschehen, dass ich eigentlich am 31. März eine Gerichtsverhandlung hätte haben sollen, die dann plötzlich 2 Tage vor Termin um 4 Monate verschoben worden wurde. Und ich habe dann auch gleich gesagt, das geht so nicht, Leute. Also ich suche solche Gelegenheiten und ich begehe auch zum Teil Gesetzesübertritte im Rahmen von gewaltfreien Aktionen, wie Gandhi das auch empfohlen hat. Also ich gehe bewusst dann auch in Widerspruch zu Gesetzen, um vor Gericht zumindest eine Austauschmöglichkeit zu bekommen, die wir ansonsten eben nicht wirklich haben. Also es wird nicht die argumentativ-demokratische Austauschbühne geboten, wofür der Staat eigentlich Verantwortung hat und dazu verpflichtet wäre. Ich habe das ja erklärt mit dem Beutelsbacher Konsens, der eigentlich eine Pflicht der demokratischen
Instanzen sein muss in der Gesellschaft. Und ja, also ich suche die Auseinandersetzung, es könnte auch von einem Richter erstmal sein, und dem würde ich dann die stärksten Argumente auch mal nennen wollen, um zu gucken, wie darauf reagiert wird. Denn vielleicht habt ihr das mitbekommen, liebe Zuschauer, der Bundespräsident Steinmeier hat zwischendurch auch mal Maßnahmenkritiker, also ungeimpfte Maßnahmenkritiker, zu Gesprächen eingeladen. Und er hat dazu ganz große Worte gesagt. Er hat gesagt, oh, jetzt hier in der Gesellschaft auch mit Impfpflicht, das sind ja Entscheidungen, die sind schwerwiegender als alles andere, was wir jetzt hier in der Geschichte der Bundesrepublik da hatten nach dem letzten Krieg. Übrigens Sachen, die auch von anderen, also Angela Merkel und so, ne? Also wir haben hier jetzt eine größere Krisensituation als alles andere nach dem Zweiten Weltkrieg. Ja, und dann hat er sich da so zwei, drei Leute von der Straße dann mit eingeladen, die ein bisschen drüber spekuliert haben, ob da jetzt Nanopartikel in den Impfstoffen sein können und so etwas. Also er hat gemeint, diese Wichtigkeit des Gegenstands erfordert auch eine Bereitschaft zu intensiver, gründlicher Diskussion wie nie zuvor. Ganz besonders intensive, offene Diskussion. Und er hat dann diese paar Hansels von der Straße eingeladen. Und das ist weit davon entfernt, die stärksten Argumente zuzulassen oder die stärksten Repräsentanten auch, die da die Gegenstandpunkte vertreten können. Schon auf der Ebene, wie gefährlich jetzt die Impfstoffe sind oder ähnliches, da wäre es nötig, mal wirklich eine offene Diskussion unter den kompetenten Wissenschaftlern zuzulassen. Also Leute wie Professor Bakti oder Dr. Wodak und andere, die sich hervorgetan haben, auch in vielen, vielen Jahren, und Herr Dr. Wodak auch in Verbindung mit der Schweinegrippe schon, als Kämpfer gegen die Korruption, die da alles verseucht. Er sagt auch, die eigentliche Seuche ist die Korruption. Diese Leute müssten mit an den Tisch geholt werden und nicht zwei, drei Leute von der Straße, wo man so den komischen Eindruck erweckt, als würde man da, ja, ich höre das Piepen, dankeschön, wo man den Eindruck erweckt, als würde man jetzt da die offene Diskussion zulassen. Tut man nicht, solange man nicht die stärksten Argumente zulässt. Tut man nicht, solange bezüglich dieser medizinischen oder Verwaltungsfragen nicht die kompetentesten Kritiker zugelassen werden. Und das Ganze ist noch weit entfernt, aus meiner Sicht, ne, und ich bitte das zu prüfen, kann jeder kann schon aus seinem Sessel heraus tun, es gibt noch viel stärkere Argumente, weil ich glaube, dass, und das sind die Argumente, die ich dann auch vortragen würde, egal ob ich eine demokratisch-argumentative Austauschplattform bekomme oder ob es vor einem Gericht dann wäre, es gibt Argumente, die hängen gar nicht davon ab, irgendeinen Experten jetzt noch zu haben, der sagt, wie gefährlich ist entweder Covid oder die Impfung, sondern ich glaube, dass der einzelne Mensch ohne solches Expertenwissen es schon in der Hand hätte, durch ein Absicherungsverhalten, so nenne ich es mal, und Entschärfungsverhalten von Gefahren für andere, er hätte es in der Hand, jegliche Rechtfertigung für die Zwangs- und Einschränkungsmaßnahmen ihm gegenüber auszuhebeln. Und das alles als völlig unzulässige Anmaßung, Gewaltanmaßung des Staates darstellen zu lassen. Gut, diese Argumentation beschreibe ich dann auch nochmal beim nächsten Mal. Und ich will in aller Bescheidenheit schon sagen, wenn man wirklich alle Argumente zulassen würde, dann müssten nicht nur der Herr Dr. Bakti, Professor Bakti und Dr. Wodak, und was jetzt Systemfragen angeht, da gibt es einen Kritiker wie Ernst Wolf beispielsweise oder andere, nicht nur die müssten so offen auf die Bühnen mit zugelassen werden, sondern auch diese Standpunkte, die ich da vertrete, wären sicherlich mitprüfenswert und auf den Bühnen mit verhandelnswert. Gut, genauer beschreibe ich das, was ich da meine. Und welchen Bezug das jetzt auch hat zu meiner Projektrundreise und diesen Projektstandorten beim nächsten Mal. Ich gebe an den Dillen wieder. Ja, jetzt müsste man mich wieder gut hören. Ja, ich werde gleich auf den Bundespräsidenten zurückkommen, aber ich glaube, Öffi und ich, da gibt es einen großen Unterschied. Öffi spricht von einer Sucht und ich spreche einfach davon, dass die Menschen geistig überfordert sind, dass sie einfach nicht verstehen, dass sie gar nicht verstehen, was der Kapitalismus mit ihnen macht, wie dieses Wirtschaftssystem funktioniert, wenn zig Sparten der Gesellschaft von allen Seiten ein Feuerwerk an Irrtümern rauskommt,
Und ich mache mal nur ein Beispiel. Zum Beispiel ein Irrtum ist, mit dem der Supermarktleiter morgens, wenn er aufsteht, in den Spiegel schauen kann, nämlich, och, all diese Zuckerprodukte und all diese chemisch designten Chemiecocktails mit Glyphosat und Pestiziden, Fungiziden, Konservierungsstoffen, das ist alles vertretbar und verantwortbar. Und deswegen kann ich da guten Gewissens sagen, ich versorge die Menschen mit toller, guter Nahrung. Und das ist ein vorteilbringender Irrtum, weil davon nichts wahr ist. In Wirklichkeit vergiftet diese Nahrung die gesamte Weltbevölkerung und erzeugt eine Krankheit nach der anderen bis hin zu Krebs und so weiter und macht die Immunsysteme schwach, sodass sie überhaupt anfällig werden für Grippe und andere Viren und Corona und was auch immer. Und deswegen würde ich auch sagen, übrigens, Professor Bakti, würde ich gar nicht wichtig halten, weil die stärksten Argumente haben ja aus meiner Sicht wir vom Weltrat und unsere Professoren, denn das ist das Evolutionsargument. Das Schlüsselargument aller Argumente ist das, wenn ich 170.000 Jahre Evolution des Medizinsystems untersuche und feststelle, dass 170.000 Jahre lang mehr Geld verdient werden konnte, wenn man aus Menschen Dauerkranke macht und Menschen eher Krankheit fördert, als sie wirklich Gesundheit zu fördern. Wenn man dann mehr Geld verdienen konnte, dann ist es evolutionsbiologisch sonnenklar, dass sich ein Irrtum nach dem anderen angehäuft haben muss in diesem System. Der dazu und ein Irrtum nach dem anderen musste dazu führen, dass es sich um ein Geschäft handelt, das in Wirklichkeit in versteckter Weise die Menschen krank halten und krank machen muss, weil nur so große Profite und Einnahmen möglich sind. Ich mache nur mal ein Beispiel. Würde jetzt jemand sagen, ja, aber auch wenn diese Evolutionskräfte wirken, ja, dann haben wir doch die Studien und mit den Studien haben wir doch überall angeblich die Wahrheit bewiesen. Dr. Medgard Reuter hat das ja aufgezeigt, dass also gerade mal, dass 95% alles medizinischen Handels niemals durch Studien untersucht wurde und dass wir überhaupt, ich habe in der Medizin noch nie eine Studie gesehen, die nicht fehlerhaft, mangelhaft ist. Und wenn eine Studie nur einen Fehler hat, ist sie wertlos und aussagelos, sodass wir also über Studien keine Korrektur haben, sondern Studien werden überall missbraucht quasi. Oft auch aus Unwissenheit dazu eigentlich nur bestimmte Irrtümer zu bestätigen. Ja? Ich mache mal nur ein Beispiel. Keine Chemotherapie bei Krebs musste jemals antreten gegen den stärksten möglichen, Öffi hat ja recht mit dem stärksten möglichen Argument. Aber er musste auch nicht gegen den stärkstmöglichen Gegner antreten. Denn wenn wir jetzt alle alternativen Therapeuten in ein Krankenhaus stecken würden, die also Ernährungsumstellung machen, Entspannungstherapien, immunstärkende Übungen und Bewegungen und Sport oder was auch immer, und dann alles, was das Immunsystem stärkt. Manche Frauen haben Brustkrebs nur losgekriegt durch ein bisschen Joggen, weil das die Durchblutung be verbessert wurde und so weiter. Das heißt, wenn ich also die stärksten alternativen Heiler und alternativen Ärzte und alternativen Ernährungsspezialisten und so weiter, die alle in ein Krankenhaus zusammentue, dann muss ja die Chemotherapie beweisen, dass sie ein besseres Ergebnis hat als dieses Krankenhaus der aller alternativen Techniken zusammengenommen. Und da würde ich sagen, dagegen würde jede Chemotherapie kläglichst verlieren. Aber eine solche seriöse, es hat gepiepst, ich mache nur noch kurz rund, eine solche seriöse Studie gegen den stärksten Gegner wurde geflissentlich immer unterlassen, weil dann sieht natürlich die Chemotherapie trotz ihrer ungeheuren Schädlichkeit und Gefährlichkeit immer gut aus, wenn sie nie gegen einen ernstzunehmenden Gegner antreten musste. Ja, und das
ich noch einmal, mein Gedanke ist, im Gegensatz zu Öffi bin ich der Meinung, dass die Menschen überfordert sind, mit dieser Masse an vorteilbringenden Irrtümern da überhaupt durchschauen zu können. Und der normale Bürger glaubt, dass die Chemotherapie seine einzige Lebensrettung sei und genau diese tötet ihn dann. Ne? Und sie bringt viel Geld. Ich gebe weiter. Sekunde. Wir hören. Ja, danke dir. Danke für deine Erklärung. Also ich sehe nicht, wo da ein Gegensatz ist, weil aus meiner Sicht ist die Sucht eine Krankheit. Und die Frage ist eher, inwiefern ist es eine unschuldig unbewusste Sucht, die die Menschen gar nicht durchschauen und wo man dementsprechend eben kaum mit Argumenten oder mit Appell an ihren Willen ansetzen könnte, weil wir sehen ja gar nicht, was falsch läuft und könnten nicht wissen, wo der Hebel eben anzusetzen wäre. Auch da bin ich der Ansicht, dass das differenziert zu sehen ist. Also es können wirklich Menschen da sein, die so verblendet und gehirngewaschen sind, dass die kaum überhaupt ansprechbar sind mit Argumenten und man sich kaum, ja, es schwerlich, nicht so gut ist, sich an ihren Willen wenden zu können. Gleichwohl, also oder sagen wir erstmal noch, ich bin ja sogar der Ansicht, dass man eventuell Suchtentwöhnungsprogramme kreieren muss, die, ja, einfach den Suchtzustand aufgreifen und jetzt anders als mit Argumenten direkt, zum Beispiel ein Computerspiel schaffen, was so ist wie dieses modische Fortnite jetzt, wo Figuren da mit Hackebeilen rumrennen und alles mögliche an sich raffen und andere morden, zerhacken und erschießen und was weiß ich. Dass man da vielleicht ein Computerspiel schafft, was den Anspruch an sich stellen müsste, noch attraktiver und ja, die Aufmerksamkeit und die Lust am Spielen so auf sich zu bündeln. Und was dann aber Dilemmasituationen der moralischen Vorwärtsentwicklung des Menschen zum Inhalt hat, wie das in Verbindung, wie das die Entwicklungspsychologie als Forschungsmittel auch anwendet. Und dass man versuchen würde, so ein Spiel so zu gestalten, dass es dahin führt, dass die immer höheren Stufen der Persönlichkeits- und Verantwortungsreife dabei quasi erspielt werden. Das wäre ja etwas oder ähnliche Heilmittel für Menschen, die einfach in ihrer Sucht, wo sie keinen Blick aus dem Sumpf sozusagen, den Kopf nicht aus dem Sumpf rauskriegen, um sie da abzuholen. Gleichwohl glaube ich, dass die Strategie auf jeden Fall auch nötig ist, zu schauen, wie sieht das aus mit den Menschen, die man auch mit Argumenten ansprechen kann oder mit Appell an den Willen, an ihre Moral. Zusätzlich muss man den Weg sowieso meines Wissens immer einschlagen, weil auch wenn man Menschen aus dem Sumpf rausholt, die im Moment den Kopf gar nicht über die Oberfläche bekommen haben, der Weg, sie rauszuholen, ist ja immer, dass ihr Bewusstsein gestärkt wird, also ihr geistiger Durchblick und die Fähigkeit mit ihrem Willen, das als richtig und sinnvoll Erkannte anzustreben. Also eine Steuerung, die nach so einer Verantwortungsorientierung geht, wie sie halt das höchste Reifelevel enthält, das Post-Conventional Level, das nach Sinn und Verantwortung im Ganzen gehen will. Und ja, es ist auch nicht so, dass die meisten Menschen da so unschuldig wären und in ihrer Sucht sind und können gar nicht anders denken oder könnten auch nicht sehen, dass es richtig wäre, anders den Willen einzusetzen. Dann würden sie ja wie unschuldige Kinder vor Informationen stehen, wie Ochs vorm Berg und wüssten gar nichts damit anzufangen. In dem Moment, wo man ihnen aber sagt, sollten wir nicht auch mal die stärksten Argumente zum Zuge kommen lassen und sie dann in Abwehr- und Gegenhaltungen gehen, in dem Moment merkt man, das ist nicht die reine Unschuld, die von nichts weiß. Und ich wüsste, dass man da was falsch macht oder was anders machen müsste. Und ich stelle mal erstmal jetzt noch gegenüber, was man dann erwarten müsste. Also jetzt, wenn der Herr Steinmeier da Leute einlädt oder von ARD und ZDF oder wenn ein Richter da die Angelegenheiten klären will, dann wären aus meiner Sicht, was diese Immunologie- oder Epidemiologie-Fragen angeht, auch ein Stück weit schon die Korruptionsfragen. Aber erstmal Epidemiologie. Da wäre dann so etwas wie halt Professor Bakti oder Mike Yeadon, den ehemaligen Pfizer-Chef, oder Dr. Hopkinson. Und was es da so gibt, da gibt es Leute, die wirklich entschieden sind, die müssten mit ran. Was Korruption angeht, auf jeden Fall unter anderem. Ne? Also da denke ich, reicht ja auch das Engagement von Dr. Wodak nicht, der nach der Schweinegrippe dann gesagt hat, ja, jetzt werden bestimmt auch die
die Grundwurzeln hier und Strukturen verändert, sodass so ein Korruptionsfall nicht mehr vorkommt, hat sich aber selber nicht mit in diese Struktur- oder Systemarbeit reingegeben. Also da ist die Lücke, ne? Die ich ja auch anmahne und deshalb da mehr Argumente, wie ich sie zum Teil auch nenne, mit auf die Bühne kommen müssten als nur die von Dr. Wodak. Aber das wäre das. Zur Korruption auch Dr. Wodak. Zur Frage der Gesellschaftsreformen auf jeden Fall. Dann die Next Scientist und der Weltrat, auch mit der Wohlfühlstimme und Ähnliches. Das müsste, wenn es dann um Gesellschaftsreform, gerade auch Wirtschaftsreform geht, unbedingt eine offene Bühne finden, wo die stärksten Argumente gegeneinander gestellt werden. Auf der anderen Seite kann ja der Kapitalismus stehen, dazwischen so etwas wie die Gemeinwohlökonomie von Christian Felber. Aber das müsste miteinander gemessen werden. Und dementsprechend dann auch, was ich dann noch weitergehend sage, ja, ich danke, ich höre das piepsen, dementsprechend noch weitergehend auch diese Zentralargumentation, die ich dann da dem Richter oder dem Herrn Steinmeier oder wem auch immer sagen würde. Lieber guter Herr Richter oder Herr Steinmeier, das zentrale Argument hier, tiefe Grundrechtseinschnitte, Freiheitsrechtebeschneidungen, Eingriffe und Zerstörung von Wirtschaftsfreiheit, wirtschaftlicher Existenzfreiheit der Menschen durchzuführen, ist, dass sie gefährlich wären bezüglich Ansteckung anderer und Überforderung des Gesundheitssystems. Wenn unabhängig von den Experten fragen, wie schlimm ist eigentlich Covid und wie ist das mit der Ansteckerei und so weiter. Wenn die Leute allein schon durch ihr Sicherheitsverhalten eindeutig sicherstellen können, dass sie so eine Gefahr nicht darstellen, gibt es dann eine Rechtfertigung für diese Maßnahmen gegen ihre Grund- und Freiheitsrechte und ihre Wirtschaftsrechte? Und ist dieses Sicherheitsverhalten ausreichend gegeben, wenn Menschen sagen, also Ungeimpfte, sie sind bereit, im Krankheitsfall auf ihr Intensivbett zu verzichten, sie bauen auf natürliche Infektion statt Impfung, und wenn sogar dann noch einer sagen würde, ja gut, du selbst nimmst keinen Intensivbett in Anspruch, aber du könntest, weil deine natürliche Infektion nicht so sicher wirkt wie die Impfung, könntest du doch indirekt andere wieder so anstecken und gefährden, dass das vielleicht sogar dann doch das Gesundheitssystem verknotet, verstopft. Wenn er dann sagt, okay, wenn ihr mir diese hingebogene Gefährdung noch unterstellen wollt, ich bin auch bereit, mich in eine ausreichend gefahrenentschärfte Form der Absonderung zu begeben. Das gesagt, ich bin bereit, freiwillig in eine Form von Lager zu gehen, die diese Gefahren für andere ausreichend ausschließt. Gibt es dann ein Recht, meine Freiheitsrechte so zu beschädigen? Oder muss das den Staat auch den Aufwand wert sein, also schon gar, wenn man selbst solche Orte dafür, solche Immobilien mitbringt, müsste den Staat das wert sein, weil er eigentlich ja auch einen hohen Wert darin sehen muss, diese Freiheitsrechte zu schützen, statt sie zu beeinträchtigen. Diese Argumentation, da will ich sehen, wie darauf dann reagiert wird. Und ja, da muss ich dann auch noch mehr jetzt dann zu machen oder weiter überlegen. Im Forum können auch alle mit überlegen, wie man da vorgehen kann, damit erstmal diese stärksten Argumente auf die Bühne kommen und zu beantworten sind. Und wie man dann weiter agieren kann, da kann man nämlich noch viele andere Fragen natürlich stellen, wo aus meiner Sicht die Corona-Argumentationen auch an niedrigeren Schwellen schon zerplatzen. Aber gut, das soll reichen für diesen Beitrag. Ich gebe mal wieder an den Willen. Ja, da bin ich wieder. Ich sehe es ja an einem Punkt anders. Ich bin ja der Meinung, dass der Öffi so ein bisschen eben seine Zeit auch vergeudet. Denn alles, was er macht, habe ich den Eindruck, bewegt sich so auch im Kreis von 10 Menschen. Wir sehen das auch im Forum, dass wir da Tausende von Klicks zum Beispiel beim Wandelbündnis haben, aber praktisch niemanden, der mitdiskutiert. Ja, es sind alles passive Menschen, die nichts machen, nicht aktiv werden, nicht mit, keine Argumente austauschen, nichts und so weiter. Und wir müssen auf die Ebene der 3 Millionen, ja, also das heißt, wir müssen diese Ebene schaffen, 100 Organisationen, davon 50 Parteien, 50 andere Organisationen, die ein Bündnis machen, die bei der Wahl 7% bekommen oder 8% bekommen und dann wirklich mitreden können vor Millionen von Menschen. Und da muss es hin,
Ja, das ist so meine Meinung. Alles andere, das mit einem Richter zu reden, einem Richter, bringt keine Änderung, weil dieser Richter ja auch wieder Angst davor hat. Wehe, wenn ich dem Öffi-Argument bei dem einen oder Argument, anderen Argument nicht widerspreche, dann wird meine Karriere beendet sein, so wie ich heute diese Wissenschaftlerin erlebt habe, dass sie quasi so gleich andeutete, ja, beim Thema Impfung, da werde ich natürlich dann völlig unduldsam. Ne, und so weiter. Ja. Und genauso ist es bei den Kollegen dieses Richters. Ja, da ist dann die Karriere beendet. Und deswegen wird er nicht wagen, dir zuzustimmen, weil er genau erlebt hat, wie es seinen Kollegen gegangen ist, die da mal Recht gegeben haben, wo Recht war. Und der Richter hat längst begriffen, dass es hier nicht darum geht, was Recht ist und gerecht ist, sondern wer das Sagen hat. Das ist das ganz einfache Formel hier in diesem System. Und ich habe letztens, ich habe zum ersten Mal, habe ich einen Film eingeschaltet, der hieß Eldorado, Kaufhaus des Westens. Und das war eine sechsteilige Sendung und da habe ich die ganze Nacht, konnte ich nicht aufhören, das zu gucken, weil das so wunderbar den Kapitalismus zwischen, also Ersten Weltkrieg und dann Hitler genau beschrieben hat, wie der Kapitalismus funktioniert sozusagen. Da hatte eine junge Frau, zwei junge Frauen, weil sie ja Savannenbonobos sind. Die hatten ganz tolle Sexualität miteinander, haben sich ganz toll ineinander verliebt. Und dann wurde es auch gezeigt, wunderschön, wie sie sozusagen als zwei Bonobo-Frauen richtig glücklich miteinander sich gemacht haben und so weiter. Und dann haben ihre Eltern und so weiter sie in die Klinik gebracht, so nach dem Motto, du bist krank, haben ihr nach und nach beigebracht, du bist krank, du bist keine Bonobo-Frau, ja, sondern du bist krank. Ja, Homosexualität ist Krankheit, die muss unterdrückt werden. Du sollst stattdessen lieber Alkohol und Zigaretten und Süßigkeiten konsumieren, aber bloß keinen befriedigenden Sex haben mit einer Frau, was für uns Menschen und Bonobos wahrscheinlich ist der Sex zwischen den Frauen, auch den Bonobo-Frauen, wichtiger als der Sex mit den Männern. Ja, und befriedigender als der Sex mit den Männern. Dafür sprechen alle Hinweise. Und dann haben sie sie in die Klinik getan und dann hat das Mädchen selber gefordert, bitte noch mehr Elektroschocks, tötet mein Gehirn so ab, dass ich nicht mehr homosexuell, dass ich diese Frau nicht mehr liebe. Und dann diese vorteilbringenden Irrtümer der Ärzte, ja, wir müssen nur die richtigen Synapsen treffen und die zerschießen. In Wirklichkeit geht das ja gar nicht, sondern es werden Teile des Gehirns zerschossen, bis der Mensch schon halb tot ist und dann empfindet er vielleicht auch keine sexuelle Lust mehr auf seinen Liebespartner, ja? Und sie selbst hat das dann, sie hat so stark diese vorteilbringenden Irrtümer übernommen, den vorteilbringenden Irrtum der Suchtindustrie, nämlich Homosexualität ist schlecht, und denn du sollst schließlich unsere Drogen kaufen und nicht befriedigt sein. Ne? Dann sozusagen das Mädchen selber hat diese Vorteilbringende, wollte selbst, dass ihr Gehirn noch mehr Elektroschocks bekommt und noch mehr Elektroschocks bekommt, damit sie endlich nicht mehr homosexuell empfindet, also nicht mehr diese Frau liebt. Das hat gepiepst, ich mache nur noch kurz rund. Ja, und diese sechs Teile zeigten, wie gerne Menschen die vorteilbringenden Irrtümer aufnehmen, so nach dem Motto, ja, es sind doch Tausende von Menschen, die das auch so sehen, die können doch nicht irren, die haben doch alle recht und so weiter. Und dafür sogar die eigene Tochter fast umzubringen bereit sind und das Mädchen sogar selbst bereit ist, sich fast umzubringen, nur um eben den vorteilbringenden Irrtümern des Kapitalismus zu entsprechen. Ja, und dabei auch alle, die waren immer bereit, die Wahrheit abzulehnen. Deswegen
Die Gemeinwohlwirtschaft, die Gemeinwohlwirtschaftsordnung des Weltrates wird ja, wird, und die PDG wird deswegen nicht angenommen, weil sie nicht genügend Irrtümer beinhaltet. Was nicht genügend Irrtümer beinhaltet, wird abgelehnt, weil die Leute sind so verliebt in die vorteilbringenden Irrtümer, die ihr eigenes Leben zerstören. Ich gebe wieder weiter. Wir hören. Ja, danke, Dylan, für deine Erklärung. Wieder sehe ich nicht das zwischen dem, was du sagst oder wo du sagst, da ist der Unterschied. Dass das ein Unterschied in irgendeiner Weise oder ein gegensätzliches sein müsste. Denn es ist so, dass ich dir voll zustimme, wir brauchen die Millionen und so weiter. Es ist völlig klar, dass wir da eben gucken müssen, dass wir da eben wirklich auch diese größere Reichweite bekommen und dass darüber diskutiert werden kann in der gesamten Gesellschaft. Auf der anderen Seite ist es so, dass wir wirklich auch gucken müssen, stellen wir uns vor, die anderen machen alle nicht mit, dann ist das aber kein Argument, selbst das Richtige nicht zu tun. Das heißt, man muss hingehen und man muss wirklich bereit sein, das, was man dafür überzeugend hält, einfach selbst auch zu leben. Seid die Veränderung, die ihr in der Welt sehen wollt. Wir können am Ende uns mit den Fehlern der anderen nicht entschuldigen. Das heißt, wir müssen so anfangen, dass wir da eben wirklich vorleben, was wir können. Und ohne die anderen auch selber es schon machen. Und das nächste ist, dass man dann eben wirklich schauen muss, was kann man denn schaffen? Also immer auch mit dem Bestreben danach, auch die Millionen zu erreichen und mit einzubeziehen. Aber was ist denn überhaupt an Wachstumsprozessen möglich? Und da ist es so, dass ich immerhin in den 30 Jahren, in denen ich wirke, ich bin in die Medien reingekommen, bin da groß rumgereicht worden. Ein Überbleibsel ist zum Beispiel der Wikipedia-Artikel, der, ich glaube, im Schnitt so immer noch, was weiß ich, vielleicht 80 bis 100 Leute am Tag hat, die den anklicken und so etwas. Und ja, also da ist, bin ich reingekommen. Und der Unterschied von mir zu allen anderen ist, ich bin da reingekommen mit dieser Botschaft. Nicht indem ich da bereit war, was anderes oder Gegenteiliges zu sagen, also sich zu verkaufen oder manipulieren zu lassen für irgendwelche äußeren Effekte, sondern geradlinig. Und seit einigen Jahren, das trifft völlig zu, obwohl zwischendurch auch immer mal wieder was war, aber ja, im Großen und Ganzen kann man sagen, wissen auch alle Zuschauer, werden in die Talkshows ganz andere Leute jetzt eingeladen. Und sogar ein Film über Systemaussteiger, hat sich letztens eine Filmfirma aus Österreich bei mir gemeldet, habe ich gesagt, ja, können Sie machen, Sie können auch gleich zum Gerichtsprozess am besten kommen und können sehen, wie meine Art von Systemausstieg ist. Nicht, ich pflanze da hinten meine Kartoffeln, sondern ich gehe das Korruptionssystem an und will es durch ein Wahrheits- und Argumentesystem ersetzen. Das ist die Wurzel des Systemausstiegs. Sie haben sich nicht mehr gemeldet. Ja, dann sollen Sie halt Ihren Systemaussteigerfilm über die machen, die da die Kartoffeln anbauen. Ehrlich gesagt, ich sehe ja von der logischen Notwendigkeit her, dass man den Weg einfach gerade gehen muss, mit der Absicht, die Millionen zu erreichen, aber ohne sich durch die Absicht der Millionen auch korrumpieren zu lassen wieder. Sondern einfach gerade zu gehen, zu leben, was man richtig findet und es wachsen zu lassen mit den Menschen, die dazu bereit sind. Das habe ich gemacht, die 30 Jahre. Und ich weiß nichts Vergleichbares. Also immerhin sammeln sich um mich oder kann ich Leute auch mit bewegen, ein kleines Netzwerk zu bilden. Es gibt mehrere Vereine, Genossenschaften, es gibt bis zu 10 Projektstandorte zumindest, auch wenn nur vielleicht ja 3, 4, 5 davon auch mit einigen Leuten so als Gemeinschaftskern bestückt sind und zum Teil auch Grundstücke einfach leer stehen. Trotzdem, ich weiß nichts Vergleichbares. Ich sehe gar nicht, dass einzelne andere Leute überhaupt so für die freie Argumentekultur eintreten. Und nicht, dass sie 2, 3 zusammenbekommen, um mit ihnen da ein Team für zu bilden. Ich sehe nicht, dass sie Vereine und Genossenschaften hinbekommen. Ich sehe nicht, dass da Kommuneversuche sind. Aber ich habe immerhin geschafft, Kristallisationspunkt zu sein für dieses ganz, ganz kleine, zarte Netz, wo ich mich freue, dass auch du, Dylan, dann ja gesagt hast, auch deine Wohnung, auch wenn es noch so klein ist, aber es ist ein Keimling. Und wären Leute da, nach denen wir ja suchen, wie nach den Juwelen im Heuhaufen, um uns herum, die jetzt bereit wären, damit zu machen, dann könnten sie andocken und könnten in einen Wachstumsprozess mit einsteigen. Da
Das heißt also, wir müssen tun, was wir können, und wir müssen versuchen, eben auch ja natürlich die stärksten Argumente zu formulieren und mit einzubringen. Und wenn das nicht der Fall ist, also im Grunde genommen sehe ich immer diese Vorgänge, dass jetzt die anderen da, die Lauterbachs durch die Talkshows gereicht werden und natürlich mal da keinen auf Öffnen setzen will, das wäre ja mal ein Knalleffekt, oder der Systemaussteigerfilm, alles andere an Systemaussteigern eher meint, als Inhalt nehmen zu sollen, dann ist das so. Dann gehe ich weiter unbeirrt meinen Weg und es wird für mich eines Tages ein Argument sein, weil es die Situation ja immer klarer macht. Wenn ich irgendwann mal wieder gefragt werden sollte vor der Kamera, dann werde ich sagen, fragt euch, warum erst jetzt? Fragt euch, warum in dem ganzen Gequakel von Diskussionsstimmen, die alle überwiegend da angepasste Varianten nur vertreten haben, fragt euch, warum es sein konnte, dass die stärksten Argumente oder die größten Kontraste nicht mehr sichtbar gemacht werden konnten. Und es wird ein entscheidender Schlüssel sein für alle, das zu durchschauen, was da falsch gelaufen ist. Also im Grunde genommen, ich höre das Piepen, ich danke, ich mache auch nur rund. Im Grunde genommen, was auch immer läuft, natürlich kann es so sein, dass man gar nicht gesehen wird, kann auch sein, ich werde morgen vom Auto überfahren, kann ja auch sein, morgen knallt ein Meteorit auf die Erde oder die Atombomben gehen hoch. Aber man muss tun, was man kann, damit das, was an Kraft überhaupt entwickelt werden kann und auf die Bühne und in die Waagschale geworfen werden kann, dass das da ist. Und jede Art von Verdrängung jetzt auch für die richtigen Argumente, auch wie wir sie vertreten, die stärksten Argumente, zeigt die schwelende Krankheit des jetzigen Gesellschaftssystems, des Korruptionssystems in umso größerer Klarheit und Deutlichkeit und kann eines Tages dann mit entsprechendem Gewicht auf die Bühne oder in die Waagschale geworfen werden. Man muss einfach tun, was man kann. Ich gebe wieder an den Dillen. So. Ja, ich meine, was eben, ich sag ja immer, dass ich es für wahrscheinlich halte, dass wir gegen den Kapitalismus, gegen die Marktwirtschaft möglicherweise auch nie eine Chance hatten. Also von daher zum Beispiel kann ja sein, dass das sogar mit dem Wahlbündnis jetzt auch, dass es einfach gar keine Chance hat, weil die Leute einfach überhaupt nicht kooperationsfähig sind mehr und so weiter. Ja, vielleicht scheitert das ja auch wieder. Werden wir sehen ab Dienstag mit dieser Mitarbeiterin und so weiter. Ja, und ich wiederhole nochmal zum Beispiel der Grundgedanke, der Weltrat, Next Scientist for Future, wir stehen ja für GWO, Gemeinwohlwirtschaftsordnung, als die bessere, ausgereiftere Variante unserer jüngeren, wilden Schwester. Ich habe heute gesagt, in den Gesprächen auch mit der Wissenschaftlerin, die GWÖ, die ist eher so bei der Partei Die Linke. Da läuft vieles auf DDR hinaus und damit also auch wieder auf ein Failed State, auf ein ruiniertes Wirtschaftssystem hinaus. Während die GWO so vernünftig ist, dass sie zu einem Wirtschaftswunder führt, das uns dann erlauben würde, sogar das weltweite Klimaproblem zu lösen. Und der Grundgedanke unserer GWO ist ja, ich will ja quasi, dass der Supermarktleiter und der Arzt und ich die gleiche Motivation bekommen. Ich will nämlich so gesund leben wie möglich und ich will so gesund ernährt werden wie möglich. Und der Marktleiter bekommt durch die GWO einfach nur die gleiche Motivation wie ich. Er kann nur noch dann viel Geld verdienen, wenn ich seltener krank werde und möglichst nie krank werde. Dadurch, dass er mir einen Gesundheitsanregungsmarkt zur Verfügung stellt, der alles tut dafür, dass ich ein gesünderes und besseres Leben führe. Ja, und genauso die Hausarzt-Gesundheitsgemeinschaft, dass der Hausarzt auch das Gleiche will wie ich, nämlich dass ich nie krank werde und auch nie unglücklich werde. Und das wird er dann auch versuchen zu erreichen, indem er zum Beispiel seine Kunden auffordert, vielleicht doch mal in Gemeinschaften, in Kommunen zu leben, vielleicht sogar auch mal mit dem Unterexperiment einer monobokommunistischen Gruppenehe. Ja, weil der Hausarzt dann unsere alles ausprobieren bereit ist, was unserer Gesundheit und unserem Lebensglück
dienen könnte. Ja? Und ja, und das ist, aber wenn ich das jetzt sage, das dürfte ich jetzt wieder in das Wahlbündnis gar nicht reinbringen, denn das wäre ja schon wieder viel zu viel, weil da würde schon wieder die Hälfte der Leute, für das Wahlbündnis in Frage kämen, würde sofort wieder sagen, ja hoppla, bei euch der Marktleiter, der wird ja noch motiviert, der kriegt ja Belohnung. Nein, ich will, dass wir eine völlig leistungsfreie Gesellschaft kriegen, so wie das die DDR damals probiert hat und das kläglich gescheitert ist und zur Pleite des ganzen Landes geführt hat, nämlich weil die ganzen Leute, die nicht mehr motiviert waren und keine Anreize hatten, die haben dann halt so lange gegammelt bei der Arbeit, bis daraus ein Trabi wurde. Und in anderen Ländern der Erde haben sie Golfs gebaut und in der DDR haben sie Trabis gebaut. Ne? Autos, die 50 Jahre hinter der Entwicklung, der technischen Entwicklung her waren. Weil nämlich dadurch, dass es gar keine Belohnung mehr gab, dann jeder gemacht hat, was er lustig war, und dann war ihm das in der Freizeit, sich da zu engagieren, hat den Leuten mehr Spaß gemacht, als bei der Arbeit sich zu engagieren, aus dem Trabi einen Golf zu machen. Nö, das war nicht interessant. Aber zu Hause in der Freizeit am Wochenende ihren Rennwagen zu einem Flitzer zu bauen, ja, da war Motivation da, ja, da war dann Wettbewerbsgeist und so weiter. Aber bei der Arbeit durfte ja kein Wettbewerb sein und keine Leistung sein. Da gab es keine Belohnung, keine Anreize. Aber genau das würden jetzt wieder 10 Parteien würden sagen, ja, hoppla, aber das geht ja nicht. Und außerdem wollen wir endlich den Reichen mal einen in die Fresse hauen. Ja, das hat ja die DDR auch gemacht. Sie hat ja allen Reichen in die Fresse gehauen. Was war das Ergebnis? Dass in der DDR entweder alle geflüchtet sind, die was konnten, Und der Rest, die es nicht mehr über die Mauer geschafft haben, die hatten dann keinen Bock mehr, für dieses System noch Leistung zu bringen. Es piepst, ich mache nur noch kurz rund. Ja, aber eben diese ganzen vorteilbringenden Irrtümer, all der Profitsparten, die Profiteure sind scheiternden Lebens und so weiter, die würden uns begegnen. Deswegen muss das Wahlbündnis so sein, dass es nur auf das absolute Minimum sich bezieht. Nur die Gesetzesänderungen, die nötig sind, damit diese 100 Gruppierungen, wenigstens diese 100 ernsthaften, engagierten Gruppen, die dann vielleicht bei diesem Bündnis mitmachen, dass die ihre Argumente in ZDF und ARD vor Millionenpublikum vorstellen dürfen. Und nur das, dafür kriegt man die Leute vielleicht. Alles andere, jeder zusätzliche Punkt, dass man das auch noch besser machen könnte, indem man gleich die Bundesliga der Landesregierung einführt und gleich das ganze Land demokratisiert, das wäre schon wieder viel zu viel. Da gibt es schon wieder 1000 Widerworte, weil die Leute alle dann mit ihren vorteilbringenden Irrtümern, mit denen sie Gehirn gewaschen sind, sofort dagegen reden würden. Nein, das geht nicht, sondern nur einen einzigen Punkt. Und aus meiner Sicht ist das im Moment der einzige funktionierende Hebel, der funktionieren könnte, aber vielleicht auch wieder nicht funktioniert, weil einfach der Kapitalismus stärker ist als jedes sinnvolle Konzept. Ich gebe weiter, Moment. Wir hören... Ja, danke schön. Danke für deine Worte, Dylan. Ja, ich glaube, wir sind ja eben, um mal die Gemeinsamkeiten wieder zu betonen, wie der Zuschauer ja schon gemerkt hat, wie ich immer und überall tue, so stark ich kann. Wir sind uns einig, dass die freie Argumentekultur dieser Schlüssel ist. Und wir haben ja auch schon in all den Talks, die wir hier jetzt seit Wochen und Monaten machen, von der doppelten Doppelschienigkeit oder Mehrschienigkeit alle Schienen, die sinnvoll sein können, gesprochen und auch so einige kleine Experimente und Versuche gemacht. Ich teile auch deine Sicht, dass wer den Faden dieser Gespräche anschaut, sehen kann, da entwickeln sich die Dinge sozusagen in Wiederholungsspiralen nach vorne, so auch allmählich weiter. Ein Punkt ist, wie du ja jetzt seit 2 Wochen so ist es, glaube ich, betonst, dass wir uns so konzentrieren müssen auf einen Ansatz der freien Argumentekultur, auch für all die kleinen Stimmen.
die vielleicht mehr Interesse haben als die großen Multiplikatoren, die nur von Großbühne zu Großbühne hüpfen, dass ihre Stimmen mit in den Blick kommen können. Ja, es ist sinnvoll, solche Akzente zu setzen, da immer genauer vielleicht auch herauszufinden, wo könnte man den Hebel am besten ansetzen, was könnte am ehesten noch was bringen, im Bewusstsein, dass man mit dieser riesengroßen Betonwand zu tun hat, dieser Sucht, sich an Splitter zu klammern. Und wie ich auch immer wieder sage, sogar wenn die Leute Konflikte haben, manchmal kommen sie dann und sagen, ey, jetzt muss aber mal nach den Argumenten geguckt werden. Aber dann meinen sie nicht, dass grundsätzlich nach den Argumenten geguckt werden müsste. Sie meinen, in der konkreten Situation kann es ihnen vielleicht für ihre Interessensstrategie von Vorteil sein, dass jetzt die Argumente ins Spiel gebracht werden. Und wenn man ihnen dann sagt, ja klar, kommt her, ne, und wir machen das gleich als dauerhafte Bühne und mit Durchblick auf alle Situationen und Zusammenhänge des Lebens und dann wird es nach den Argumenten gegangen, dann kriegt man die Reaktion, wie, was, nee, so haben wir das ja nicht gemeint. Wir wollten jetzt hier, dass konkret mal geguckt wird, ob die Argumente jetzt für unsere Interessen sprechen, aber doch nicht immer und überall. Wir haben viel zu viele Eisen im Feuer, wo wir auch bereit sind, uns da mit manipulativen Mitteln unsere Vorteile zu verschaffen und zu sichern. Ist ja auch kein Wunder, in einem der reichsten Länder der Welt beispielsweise, dass man kein Interesse hat, wirklich die Korruptionszusammenhänge alle aufzulösen. Und von daher, die Leute wählen dann lieber, dass sie dann sagen, okay, nee, dann nehmen wir lieber in Kauf jetzt hier, dass wir mal verloren haben bei diesem Korruptionsspiel und lassen das doch weg mit dem Argusblick auf die Argumente. Dann lassen wir lieber alles so weiterlaufen. Wir haben halt hier verloren, aber wir gewinnen schon gut genug durch dieses Korruptionssystem, um es nicht grundsätzlich in Frage zu stellen. Ja, so ist es. Aber man weiß es nie, wie die geschichtliche Entwicklung läuft. Und man muss eben, wie ich schon zwischendurch sagte, einfach tun, was man kann. Man kommt sowieso nicht drum herum, weil es die eigene Lebensqualität, die eigene Seelenwürde ist, da zu tun, was man kann, die Lösung zu sein, die man in der Welt sehen will. Und da kann man ja schon dankbar für sein. Also ich bin nicht unterm Strich gefrustet. Ich glaube, dass der Kosmos am Ende noch eine ganz andere Dimension von Lösungsmöglichkeiten enthält. Und dass auf jeden Fall im Moment es schon ein wahnsinniges Glück ist, überhaupt zu sagen, man kann einen Durchblick kriegen, man kann eine Orientierung kriegen. Man kann wissen, dass man selbst seine Seele, seine Vernunftseele entfaltet, dass man darin lebt, sich damit identifiziert, dass man Menschen finden kann und seien es noch so wenige. Ist immerhin mehr Reichtum, ein, zwei Menschen zu finden, mit denen man so eine Geistes- und Seelenkultur leben kann, als Milliardärskonten anzuhäufen. Von daher, es gibt den Grund, dankbar zu sein und glücklich mit den Möglichkeiten, die existieren. Und auf der anderen Seite eben, man weiß es nicht, wer weiß, welche Kippeffekte eintreten können. Also einen ganz wichtigen Kippeffekt halte ich für möglich, wenn wir, also jetzt auch schon, wie wir es ja virtuell tun, also mit solchen Kommunikationsbühnen, wir sehen uns ja auch als Keimling einer virtuellen Kommuneentwicklung mit unseren Talks hier in dem Forum. Also das sehe ich auch, dass das eben so schon ein faszinierendes Ding sein könnte für die Menschen, die wirklich den Mut aufbringen und die Ernsthaftigkeit, auch die Dauerhaftigkeit, da dran zu bleiben. Wir haben ja welche gehabt, die öfters da waren hier bei unseren Gesprächen und doch jetzt das wie eine heiße Kartoffel ein bisschen behandeln und nicht mal so gerne mit dabei sind. Ja, also da ist es wirklich so, wir wissen es nicht und wann die Kippeffekte da sein können. Und hätten wir gelebte Gemeinschaften, auch nur Kerngemeinschaften, die nicht mit irgendwelchem anderen Flusenkram an Alternativfilmen und Spinnereien manchmal und unnötigen Ideologien, sondern Kerngemeinschaften, die so aus der freien Argumentekultur wachsen würden. Ich glaube, das könnte auch den Milliardären oder dem kleinen Mann von der Straße, der da zwischen Rasenmähen und Autoputzen und Fernsehen anmachen hin und her pendelt, es könnte ihnen klar machen, dass da eine ganz andere Lebensqualität möglich ist. Dass wir nicht nur, wie Einstein sagte, nur so ein paar Prozent unseres geistigen Potenzials nutzen, sondern dass wir insgesamt nur ein paar Prozent da zum Zuge kommen lassen von dem, was für uns Seelen und Lebensmöglichkeiten sind. Also hätten wir diese gelebten Orte, wo auch die Reichen und Fritz Müller von der Straße schon mal für Urlaub und Praktikum hingehen könnten, eventuell würde es die Kippeffekte enthalten, die dann aus Schneebällen Lawinen werden lassen können. Wir haben keine andere Chance, als zu tun, was wir können, mit allen Hebeln weiterzumachen.
und zu schauen, zu hoffen, dass da was draus werden kann irgendwie. Ja, ich denke mal, wir haben jetzt 10 vor 10. Meine Zeit ist, wie ich gerade auch durchs Piepen höre, mal wieder vorbei. Ich gebe an den Dylan und ich denke, wir kommen ja dann mit den nächsten beiden Beiträgen von uns auch zum Ende. Ja. Ja, ich meine, die Frage ist halt wirklich, wo letztendlich, womit wir was erreichen. Also sozusagen, ich denke, diese Idee des Wahlbündnisses wäre mir wahrscheinlich gar nicht gekommen, wenn wir hier nicht, hier im freie Argumente-Gespräch nicht doch irgendwie immer noch tiefer gehen würden. Und das ist ja das, ich erinnere nur an Louis, der ja im Prinzip immer gefordert hat, dass es bloß keine Wiederholungen geben soll. Dabei ist die Erfahrung genau umgedreht. Nur mit 1000-mal Wiederholung kommt plötzlich aus der Wiederholungsschleife eine neue Idee, wird geboren und entsteht sozusagen. Und genau genommen, bevor ich Mitglied im Weltrat geworden bin, vor fast 4 Jahren, ja, habe ich alles schon gewusst. Ich wusste, wie die GWO funktioniert, die Gemeinwohlwirtschaftsordnung, alles war schon bekannt. Aber ich wusste nicht, wie man mit dem Widerstand dagegen umgehen muss, mit diesen ganzen vorteilbringenden Irrtümern. Ich habe nicht so klar gesehen, welche ungeheure, natürlich habe ich schon gesehen, dass das Arbeitsamt eher ein Interesse daran hat, sozusagen eher ein großes Interesse daran hat, möglichst viele Arbeitslose zu haben, damit sie Karriere machen können. Stellen wir uns ein Arbeitsamt ohne Arbeitslose vor. Da würde niemand mehr Karriere machen, sondern die müssten sich alle im Prinzip neue Jobs suchen, weil diese Behörde nach und nach geschlossen würde, sozusagen. Nein, aber viele Arbeitslose bringen Karrierechancen. Ja? Also nur Wachstum der Behörde, Arbeitsamt bringt Karrierechancen. Das habe ich alles gewusst, aber dieses Ausmaß dessen, dass die ganzen Sparten, die Profiteure sind, scheiternden Lebens, was die an vorteilbringenden Irrtümern ausstreuen und weswegen dann sozusagen so viele Menschen aufgehetzt sind, die Reichen zu hassen. Ja, gerade gestern habe ich einen Film gesehen im ZDF, hieß Serengeti, ja, und da wurde gezeigt, wie die Frauen, die fähigsten Frauen, wie nur die fähigsten Frauen überlebt haben, also die Löwinnen, die Leopardinnen und die Gepardinnen, und zwar nur die, die so extreme Eliten waren, nämlich die, dass sie Eliten als Elite fähig waren, wirklich immer Jagderfolg zu haben, sodass ihre Kinder nicht verhungert sind. Während alle anderen Löwinnen und Gepardinnen und Leopardinnen alle ausgestorben sind, weil sie eben nicht zur Elite der Jagdfähigsten gehörten und deswegen an ihre Kinder nicht ernähren konnten und deswegen dann ausgestorben sind. Ja? Und jeder Film, also man braucht nur einen Tierfilm zu sehen, dann sieht man, wie Leben funktioniert, wie DNS, wie Lebewesen generell funktionieren und dass also sozusagen jede biologische Gruppe immer nur von den Alpha, Beta, Gamma, also von den Eliten der in dem Falle leistungsfähigsten, jagdfähigsten Frauen, von dieser Elite der Frauen leben, ja? Und was haben wir als vorteilbringende Irrtümer von den Sozialsparten in den Kopf gehämmert bekommen? Die Eliten zu hassen.
Och, die sollen doch verschwinden. Auch diese Wissenschaftlerin sagte doch, ja, es ist doch, wenn dann halt ein paar Millionen von den Reichen und den Kompetenten Deutschland verlassen, och, wir haben noch so viel andere, die noch fähig sind. Ja, das hat man bei der DDR auch gedacht. Dass wenn die ganzen Fähigen und Reichen die DDR verlassen und in den Westen ziehen, dass man dann ja noch genügend Fähige übrig hat, weil ja alle so doch Genies sind. Aber leider ist das Naturgesetz so, dass es genau das Gegenteil ist. Ja, hier, ich zeige euch nochmal das Bild der Normalverteilung hier im Bild. Ja, es ist eben leider so, wenn hier in dem Bereich, in dem winzigen Bereich, wo die Elite ist, die Fähigen sind, wenn da mal eine Million abwandert in einem Land, dann ist die weg und die kriegt auch keine Kinder mehr dann. Ja, diese Million kriegt dann gar keine Kinder mehr und dann kommt es zu einem dauerhaften Mangel an Kompetenz in dem Lande und dann baut man eben Trabis und keine Golfs, ja, weil einfach die Intelligenten und Fähigen einfach weg sind, keine Kinder mehr kriegen und dann die ganzen Unfähigen Kinder kriegen und die Unfähigen bauen aber keinen Golf, sondern die bauen nur noch Trabis. Ja, und dann bricht die DDR zusammen und ist ein sterbender Staat, weil alles in der Natur ist piepst, ich mache nur noch kurz rund, weil in der Natur eben alles stirbt und ausstirbt und damit auch jeder Staat ausstirbt, der sich gegen seine Eliten wendet, weil er nicht versteht, dass er genau von den Eliten lebt. Dass alle von den Eliten leben. Wenn unsere Milliardäre, unsere Mercedes, unsere BMW, unsere Volkswagen, unsere Lidls und so weiter, wenn die raus wären aus Deutschland und weg wären, dann wären wir ein bettelarmes Land. Mit nur noch billigst bezahlten Arbeitsplätzen, wo wir dann 2 Euro die Stunde verdienen. Ne? Und das sind alles Realitäten, aber die vorteilbringenden Irrtümer werden geglaubt mit einer Überzeugung und dadurch geht das ganze Land kaputt. Ja, ich gebe weiter. Sekunde. Wir hören. Ja, danke dir für das, was du sagst. Ja, ich glaube, dass viele von den Dingen, die wir hier so durchspielen, argumentativ, ziemlich gehaltvoll sind und dass sie, wenn wir den offenen Argumentevergleich hätten, also die Demokratie des Beutelsbacher Konsenses praktiziert würde, dann würden wir mit vielem schon recht gut dastehen. Deshalb kommt es drauf an, dass wir die Gesellschaft dazu bringen, solche offenen Bühnen zu schaffen. Zu dem, was du jetzt gesagt hast, ja, vieles ist ein Kult der Verschwendung, der Zerstörung, der Verdummung. Nicht nur, dass Menschen Geld verdienen durch das Kleinhalten anderer oder durch scheiternde Lebensentwürfe. Wir erleben ja gerade wieder, dass als Reaktion auf den Krieg die Erhöhung der Militärausgaben und Rüstung geplant ist oder ist alles schon beschlossen. 1% jetzt immer dafür einzusetzen, statt zu sehen, dass wir endlich eine richtig ganzheitliche Friedenskultur bräuchten, statt der erneuten Rüstungsspiralen. Was wurde und wird da an Geld verdient mit dem Verschleiß von Menschenleben, von menschlicher Arbeitsenergie? Was wurde und wird an Verschleiß von Material, von Energie, von Natur in Kauf genommen, weil es profitabel ist? Wie viele Kriege wurden aus wirtschaftlichen Interessen geführt und werden so geführt? Und Stellvertreterkriege, geostrategische Machtkonstellationen, die oft auch mit Rohstoffinteressen verbunden sind und so weiter und so fort. Lösungen wären vernünftig gedacht sehr einfach. Also jetzt bezogen auch auf die Frage, wie sieht das aus mit den Eliten? Ich sage immer, was ich will, ist Elite für alle. Und vor allem, dass wir unterscheiden lernen, wie es eigentlich im Kommunismus sogar schon drinsteckt, dass wir nämlich sehen können, da ist das Prinzip der Gleichheit der Menschen, die angestrebt wird, nicht die Gleichmacherei, die jetzt sagt, alle haben die gleichen Bedürfnisse, alle haben die gleichen Fähigkeiten oder so etwas. Das ist vielleicht Teil der heutigen gleichmacherischen Gender-Vorstellungen, ne, wo man sagt, Mann und Frau, ne, sind alles nur irgendwelche Lebewesen.
Und alles kann durcheinander gehen. Ne? Also wer hat jetzt noch am Ende eine Gebärmutter und irgendwelche Brüste oder was weiß ich, lässt sich doch alles auch gesellschaftlich gestalten, dass man das irgendwie alles mischt und mixt und abschafft, die Unterschiede. Aber das ist nicht der ursprüngliche Gedanke auch im Kommunismus, sondern der Gedanke ist, jeder nach seinen Fähigkeiten, jedem nach seinen Bedürfnissen, sodass es allen gleich gut geht. Das ist allerdings auch eine soziale Werteeinsicht, die muss erstmal in den Köpfen drin sein. Und das wäre eine hohe Kompetenz. Also wenn da irgendwelche, ich sage jetzt mal, was weiß ich, IT-Experten oder Chemiewissenschaftler, wenn die nicht sagen würden, ich wandere aus in das Land, wo ich am meisten Geld kriege und mich verkaufen kann, auch wenn ich, was weiß ich, Chemiewaffen dann herstelle. Letztendlich ist es natürlich eine besondere Elite, die imstande ist zu sehen, dass man seine Fähigkeiten fürs Wohl der Welt und nicht nur für die Profitgier einsetzen sollte. Also es wäre eine Bildungsaufgabe, den Menschen in der Gesellschaft deutlich zu machen, wir können uns eine Form von liebevollem, auch ausgleichendem sozialem Leben, Gemeinschaft, eben auch am Ende im Idealfall dann die aufgeklärte Schenker-Bonobo-Kommune, wir können uns das überhaupt in den Schädel mal auch reinziehen und wir können sehen, wir müssen nicht so sein wie die Elite-Geier, die dahin fliegen, wo sie für Geld am besten sich als Kriegsfabrikanten vermarkten können. Da brauchen wir ganz viel Bildungsarbeit, wir brauchen ganz viel Einsichten. Und es ist kein Hexenwerk. Ne? Also während ich das sage, könnte eigentlich jedem schon auffallen, was für einfache geistige, seelische Leistungen das sind, sich da vom elitären Profitgeier zum sozialen Fähigkeitsmenschen umzustellen. Aber es sind alles die Aufgaben, an denen wir im Moment in der Gesellschaft noch scheitern. Und wo, wenn es mal gelingen könnte, dass wir die offenen Argumentebühnen hinbekommen, eine Kultur der Freude und Begeisterung, miteinander darüber nachzudenken, was denn sinnvoll ist und nicht nur egoistisch Vorteils bringen, ja, dann würden wir an die Schlüssel kommen, um wirklich was Gutes noch erreichen zu können. Bevor es vielleicht uns völlig in irgendeiner Art und Weise. Ja, das war auch von mir das Letzte. Wir haben auch kurz nach 10. Ich sag schon mal, dass ich den Dillen und alle Zuschauer durchs Telefon oder Internet umarme. Namaste. Lasst es euch gut gehen, im wahren, tiefen Sinne. Werdet wesentlich, werdet revolutionär. Euer Össer. Ja, also wir suchen ja jetzt das Ende. Ich habe vielleicht nur noch eine Bemerkung fürs Ende. Du hörst mich, gell? Ja, ich höre dich etwas leiser, aber ich höre dich. Ja, genau. Also das ist jetzt so eine Mittelstellung, wo wir alles ein bisschen leiser hören. Aber also nochmal, das ist ja genau mein Anliegen. Ich bin in der Wissenschaft angetreten, um die Leitmenge zu minimieren, sozusagen. Ja? Und dieser Krieg, der ja auch wieder nichts anderes ist, als dass da vorteilbringende Irrtümer der Waffenindustrie endlich mal wieder gewirkt haben und es geschafft haben, dass ein Krieg entstanden ist und endlich mal wieder Umsatz für die Waffenkonzerne und wieder mal ein paar zigtausende von Menschen auf das grausamste und schmerzvollste abgeschlachtet werden können und so weiter. Wobei es eben nur, und wenn wir jetzt in Deutschland rufen würden, wie einst Goebbels, wollt ihr den totalen Krieg? Im Moment würden schon 70% schreien, ja, wir wollen den totalen Krieg gegen den vermeintlichen Teufel Putin und so weiter, ja. Und würden dann auch letztendlich nichts anderes sein als Kanonenfutter und als die Dienstmägde der Waffenindustrie, auf das die Waffenindustrie nicht nur die deutschen 100 Milliarden in den verdient sozusagen, sondern noch auf aller Welt jetzt alles hochrüstet sich und sich alles vorbereitet. Und im Moment spielt Deutschland damit, dass es den Dritten Weltkrieg auslöst, indem es hingeht und quasi irgendwann sagt vielleicht Putin, ja, wenn Deutschland jetzt solche riesigen Mengen an Panzer an die Ukraine liefert, verstehe ich Deutschland als Teil des Krieges und dann geht der Dritte Weltkrieg los und so weiter. Also wir spielen alle wieder mit dem Feuer des Weltkrieges und auf das die Waffenindustrie, nachdem jetzt
die Medizin, die Gesundheitssparten so richtig Milliarden verdienen durften. Jetzt will auch die Waffenindustrie mal wieder drankommen und mal richtig Milliarden verdienen. Ja, also von mir aus, wie gesagt, wir suchen das Ende. Ich gebe wieder weiter, aber wir suchen die Verabschiedung. Aber das war nochmal für mich der wichtige Punkt. Und all mein wissenschaftliches Arbeiten will endlich aus diesem Leid des Kapitalismus und der Marktwirtschaft raus. Ja. Ich gebe weiter. Ja, dann haben wir das Ende. Nochmal Umarmung für alle. Ja, also tschüssi, bis Montag. Montag 19 Uhr geht's weiter. Ja, ciao. Tschüssi, ich beende die Aufzeichnung. Tschüss.